Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Kingdoms Come. Und wir befinden uns noch immer beim Gerber, wo wir uns in der letzten Folge mit den Raufbolden ordentlich gekloppt haben. Wo wir natürlich auch siegreich rausgekommen sind. Und jetzt habe ich die Zeit ein bisschen vorgespult, denn ich muss den Gerber ja nochmal Bericht erstatten, was genau da passiert ist und was mit dem Raufbolden jetzt abgemacht wurde. So, wir wissen ja auch, dass der selbst schuld hat so ein bisschen, aber egal, wir testen es mal. So, da ist der Gerber. Könnt ihr mal mit mir reden? Hey, moin! Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Ja. Ich habe mich bereits um sie gekümmert. Ich habe mich um die Raubeine gekümmert. Heute wirst du einen ruhigen Abend haben. Gott segne dich. Und hier hast du was für deine Mühen. Im Gegensatz zu dem jämmerlichen Vogt. Wenn dich wieder etwas bedrückt, sag Bescheid. Lebe wohl. Ich wollte ihn jetzt nicht irgendwie nochmal so ein bisschen... Ne, das wollen wir nicht auch was ab, aber ich klamme trotzdem was von eurem leckerem Essen, denn ich habe Hunger. Mmh. Danke sehr. So. Und jetzt müssen wir... Oh, was müssen wir jetzt machen? Fallen wir gerade ein. Zack, kurz gucken. So, wir müssen... Begib dich zum Treffpunkt der Presse und finde heraus, wo sich ihr Lager befindet. Okay, woanders. Wo ist ein C? Da. Okay, das ist ja nicht so weit weg. Da eiern wir jetzt mal hin. Wollen wir die Landschaft ein bisschen genießen und zusammen hier durchwandern? Das machen wir doch mal. Ein bisschen müde bin ich auch, wie man sieht. Aber naja. So, wo genau sind die Presser denn hoch? Also sind wir nicht weit weg, aber die gehören mit zum Kloster? Die Presser, man weiß es nicht. Ich gehe jetzt einfach mal hin. Und schauen mal, was die wird. Das ist unser Pferd. Tatsächlich, steht hier einfach rum. Hm. Moin. Noch ein Gerber? Der Schuster, okay. Na gut, der braucht natürlich auch Leder, ist richtig. Ich kann uns hier ein bisschen durchschwimmeln. Nicht hoch so? Tatsächlich nicht. Wenn wir hier längs gehen. Aber über die Mauer können wir klettern. Wäre noch schöner. Mal gucken. Wie müsste es sein, ne? Außer dass sie drinnen sind. Dann mal gucken. Reden wir mit. Achso, den können wir gar nicht reden. Durch. Ist er noch richtig hier oder bin ich verkehrt? Warte mal. Kurz die Karte gucken. Kann noch weiter reinzoomen? Nee. Begib den Treffpunkt der Presse und finde heraus, wo sich ihr Lager befindet. Bin ich noch nicht ganz da? Ich dachte, das wäre hier. Kann natürlich sein, dass ich es falsch. Ich muss jetzt nochmal durchlesen. Ich weiß nicht mehr genau, wo das genau ist. So, warte mal. Die Presse trefft sich abends in der Sassauer Kirche. Ach, okay. Ich muss abends warten. Ja gut, aber das machen wir dann nicht so. Da gehen wir, suchen wir uns mal irgendwie ein Bettchen zum Schlafen. Weil wir ja eh ein bisschen müde sind. Und falls es da zum Kampf kommen sollte, macht es ja schon Sinn. Ja. Ich kann zwar so die Schenke. Ist hier nicht immer die Schenke? Die Schenke ist da. Dann gehen wir doch da hin, oder nicht? Finde ich eine gute Idee. So. Erstmal zur Schenke. Ich schwanke zur Tanke. Ich schwenke zur Tränke. So, boom. Oh.
geiles Stück Fleisch, ne? Ah, ist doch schon bald wieder Sommer, dann wird wieder richtig gegrillt. Das ist, worauf man sich freut. Ja, laufen zur Schenke. Vielleicht der Gast wird auch ein kleines Bettchen für mich haben, vielleicht. Ich weiß es nicht. Wieder oder nicht? Reden wir mit ihm. Glück und Gesundheit. Ja, dir auch. Mist. Okay, bringt uns nichts. Hier können wir nicht schlafen. Habt ihr irgendwo ein Lager gesehen? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Auf die Karte gucken. Können natürlich zu dem hingehen. Da können wir schlafen auf jeden Fall. Was Unterkunft ist. Dann machen wir das doch schnell. Dann rufen wir Pebbles mal. Und dann muss ich mal ganz kurz die Karte gucken. So, dann setzen wir hier schnell das Ding hin. Und richtig schön ist das Dorf hier eh nicht. Finde ich. Halt, hier oben längs, glaube ich. Na komm. Da ist die Bridge. Die Brücke ist das, was uns wohl auch hier so ein bisschen Arsch rettet. Dann können wir hier drüben schön. Dann wird nochmal eine Runde pennen und dann gehen wir abends dahin und gucken uns mal an, was die da machen, die Fresser. Außerdem sind wir da auch gespeichert, das auch nicht schlecht ist. Hi. So. Ich brauche ein Bett. Wo ist der Wirt? Da ist er doch, der mit dem Kopfband hier, oder nicht? Der Wirt. Guten Tag. Wie kann ich... Ich suche nach ein paar Leuten, über die du etwas wissen könntest. Wenn sie hier einkehren, vielleicht. Aber bei einer Gaunerei helfe ich dir nicht. Mir kam zu Ohren, dass ein paar harte Kerle hier Leute anwerben. Haben sie hier gespeist? Oder etwas ausgeheckt? Es gab da ein paar Zänker, die sich hinter der Schenke prügelten. Sie haben so einen Lärm veranstaltet, dass ich mich beschwerte und die Stadtwache sie vertrieben hat. Die habe ich nicht gemeint. Ich suche nach Leuten, die immer wieder Söldner und Halsabschneider anwerben. Davon weiß ich nichts. Alle heiligen Zeiten heuert ein Händler eine Eskorte oder Gehilfen an, aber nichts weiter. Und regelmäßig kommt keiner. Das würde mir auffallen. Okay. Weißt du zufällig, wo die Raufbolde stecken, über die du dich beschwert hast? Nicht den blassesten Schimmer. Bin nur froh, dass ich sie los bin. Haben die Pferde in den Ställen verschreckt. Nein, das war's. Eigentlich will ich nur ein Bett haben, du Assi. Gerne. Schlafplatz. Hast du ein Bett für die Nacht? Natürlich. Für wie lange? Nur die eine Nacht. Kein Problem, aber du... Hier, bitte. Dir wird's hier gefallen. Ist wie auf einer... Ja. Ich dachte immer das Gleiche, also von daher... Gott behüt dich. So, gehen wir hoch und legen uns zwischen Ratzen. Ich glaube, das hier war mein Zimmer, ne? Und... Schlafen und speichern. So, wir wollen ja heute Abend los, das heißt, wir stellen den Wecker auf 20 Uhr. Das ist eine gute Zeit. Denke ich mal, dass auf jeden Fall eine gute Zeit ist. Wer weiß. Ja. Und wir haben gleich gespeichert, das heißt, wir können direkt los. Und wenn wir sterben sollten, haben wir keinen Trank verbraucht und sind direkt. Ja, vor Ort, wollte ich gerade sagen. Also könnt direkt wieder hinlaufen. Ist ja auch nicht so weit weg, war die Kirche, ne? Den spitzen Bogen dabei habt, denn ich bin der perfekte Bogenschütze, wie man weiß. So. Ausgeschlafen sollte ich sein. Spiel ist gespeichert.
Ein bisschen Hunger habe ich, aber das kann ich draußen bekommen, glaube ich. Ist noch nicht ganz abends. Ach Gott, tut mir der Magen weh. Da ist doch was. Da. Da. Oder ich... Jetzt kurz gucken, wo soll man hin? Erzählen. Ja. Ja. Bin ja mal gespannt, was das für Presser sind da. Mein Gott, der reitet wie der Wind. So. Ich frag mal kurz, was sie noch für Würstchen hier hat. Die ganze Wurst, habe ich Bock, alles zu kaufen. Wie kann ich zu Diensten sein, edler Ritter? Lass uns handeln. Mach's gut. Gib mir ein bisschen, ein bisschen Dörrfleisch ist nicht schlecht. Ja. Komm hier nicht raus. Nein. Warum kann ich nichts kaufen jetzt gerade hier? Hä? Na jetzt, okay. Handel abschließen. Danke. Okay. Ah, das ist scheiß aufs Turnier. So, wir gehen mal hier rein. Und gucken mal, ob wir jetzt die finden. Das Radteil-Turnier würde ich ganz gerne mal mitmachen, aber nicht unbedingt jetzt. So, wir gucken mal ganz kurz, ob auch alles... Wir haben auch gar keine Waffen und nichts eingestellt. Das sollten wir mal machen vor. Und einen Bogen brauchen wir. Gut. Da wollen wir nicht rein. Aber hier wollen wir rein. Mir doch keiner. Ich kann mal jetzt erst durch die Tür hier. Nee, auch nicht. Heiligen Boden treffen die sich also. Muss ich noch warten, bis es dunkler wird? Das kann natürlich sein. Nacken tue ich nichts, dann bin ich aber mal wieder ein Dieb oder irgendwas. Tatsächlich muss ich vielleicht noch ein bisschen warten hier. Da ist ja keiner da, ne? Wie man sieht. Ich glaube, da müssen wir noch ein Stündchen warten hier. Und Sünde freikaufen. Alter, 540 Groschen, seid ihr bekloppt? Wir gehen mal hier hin. Und dann warten wir noch mal. Wir warten eine Stunde. Dann wird es dunkel. Na, hätten wir mal länger schlafen sollen, aber so ist das. Okay, jetzt sieht es doch schon besser aus. Lesen. Ich kann ja nicht wirklich lesen. Ich muss auch mit dem Lesen mal lernen.
Also, stand auch da um Nacht, ne? Unkelheit, Licht in der Kirche sehe und die Tür öffnet. Wenn ich nach Einwartung... Ah, okay. Gut, das habe ich gelesen. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Also einmal hier hingehen und benutzen. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel. Amen. Was? Oh. Ich hörte, du würdest nach uns suchen, ja? Was willst du? Spuck's aus. Oh. Ihr sollt Männer anheuern, die bereit sind, sich die Hände schmutzig zu machen. Ist das so? Und wo hast du das gehört? Im Wirtshaus und so. Die Leute reden. Eine nette Geschichte, aber niemand hat dir im Wirtshaus gesagt, hier zu warten, oder? Also, von wem weißt du es? Ich sag, wer es war. Von Haut drauf. Er arbeitet für den Vogt und veranstaltet die Kämpfe beim Steinbruch. Verstehe. Ich hoffe, du hast ihn verbläut. Der Bastard nahm mich beim Würfeln aus. Wenn du willst, mische ich ihn auf, damit du siehst, dass es mir ernst ist. Schluss mit dem Geschwätz. Bevor du uns das Blaue vom Himmel versprichst, habe ich eine Prüfung für dich. Eine Prüfung? Nichts Schwieriges. Früher haben wir jeden aufgenommen, der aussah, als könne er gerade ausschauen. Aber jetzt nehmen wir dich nur, wenn du tust, was wir dir sagen. Und das wäre? Etwas stehlen? Nein, nichts stehlen. Wenn du zu uns gehören willst, musst du Pius töten. Wer ist Pius? Und weshalb sollte ich ihn töten? Das geht dich zwar nichts an, aber ich erzähle es dir, da es eine lehrreiche Geschichte ist. Pius war einer von uns, aber er hat's vermasselt. Wie? Hat er was geklaut? Ja, unter anderem. Hat Geld gestohlen und ist weggelaufen. Und ein paar Jungs sind deshalb krepiert. Er war nicht loyal. Sobald er tot ist, kannst du dich uns anschließen. Dazu muss ich ihn erst finden. Nein, das musst du nicht. Wir wissen, wo er steckt. Warum habt ihr ihn da nicht selbst getötet? Das ist es, ja. Er versteckt sich im Kloster. Bei den Stallburschen? Dorthin zu gelangen ist nicht schwer. Nein, nicht dort. Sonst wäre er schon längst tot. Er ist im Kreuzgang, oder wie das heißt. Aber dort dürfen nur Mönche rein. Nur Mönche und Pius, dieser gebildete Bastard. Scheinbar war er früher Pfarrer, aber das war wohl nicht das Seine. Okay. Und wie soll ich in den Kreuzgang reinkommen? Dir fällt schon was ein. Ein Geheimgang vielleicht? Es soll unter dem Kreuzgang eine Höhle geben, die Höhle des heiligen Prokop. Vielleicht führt von außen ein Weg dort hinein. Und fällt dir außer dem Geheimgang noch etwas anderes ein? Tja, es gibt da so einen Kerl, der im Wirtshaus herumlungert und bald ins Kloster soll. Vielleicht kann er dir ja helfen. An deiner Stelle würde ich mit ihm sprechen. Und falls er dich hängen lässt, töte ihn und reiß dir alles unter den Nagel, das dir dabei helfen könnte, seinen Platz einzunehmen. Ein Bestätigungsschreiben fürs Kloster oder so etwas. Okay. Jemanden im Kloster ermorden? Bist du des Wahnsinns? Mord ist ohnehin eine Sünde. Spielt es dann eine Rolle, wo man ihn verübt? Ja, tut es. Ich würde Blut auf geweihtem Boden vergießen. Na, dann zieh ihm eins über, schleif ihn raus und mach ihn kalt, wo es weniger heilig ist. Mir ist es gleich, solange er das Zeitliche segnet. Okay. Wie erkenne ich diesen Pius? Er ist noch nicht lange dort. Abgesehen von dir wird er der einzige Neue sein. Und was, wenn es andere gibt? Wie sieht er denn aus? Normal. War immer gut gekleidet und trug stets einen äußerst schönen Dolch bei sich. Nur wird er nun eine Kutte tragen und den Dolch nicht mehr haben. Dann wirst du wohl rausfinden müssen, welcher der Novizen der richtige ist. Bring ihn dazu, seine Identität preiszugeben. Füll ihn ab und schick ihn danach in die Hölle. Ihn abfüllen? In einem Kloster? Kein Ort wäre besser. Dort gibt es mehr Wein als in den königlichen Kellern und ich bezweifle, dass er nicht mehr säuft. Okay. Mach's. Na schön. Ich soll Pius töten, der sich im Kreuzgang aufhält. Und um dort reinzukommen, brauche ich die Hilfe eines Jungen, der dem Orden beitreten will, ja? So ziemlich.
Und jetzt zum Kern der Sache. Der Kern der Sache ist, ihn kalt zu machen, oder? Natürlich, aber das ist nicht alles. Nach dem Mord wird im Kloster die Hölle losbrechen. Also sieh zu, dass ihn niemand findet, oder mach schnell die Fliege, wenn du ihn erledigt hast. Es wäre jedoch besser, wenn sie ihn nicht sofort finden würden. Und dann? Soll ich dann hierher zurückkehren? Nein, nein. Bevor du abhaust, nimm seinen Würfel und bring ihn als Beweis mit. Und falls du aus ihm rauskriegst, wo er das Geld versteckt hat, auch das. Den Würfel und das Geld mitbringen, falls ich es finde. Und wohin? Geh vom Kloster aus Richtung Osten über den Fluss. Dort findest du im Sumpf eine Feuerstelle. Mach in der Nacht ein Feuer, ein schön großes. Dann kommen wir, um den Würfel und das Geld entgegenzunehmen und sagen dir auch, wo du dich melden sollst. Klar? Gut, ich soll mich in den am besten bewachten Ort der ganzen Region einschleichen, jemanden töten, seinen Würfel und sein Geld nehmen und dann im Sumpf am Feuer warten. Ja, das ist der Plan. Ihr könntet in der Zwischenzeit zumindest ein paar Gebete für mich sprechen. Die werde ich brauchen. Und vergiss nicht, wir behalten dich im Auge. Also nicht abhauen, klar? Auf bald! Okay. Das klingt schon mal schräg. Das ist echt eine schräge Aufgabe. Könnte mir mal vorstellen, dass die Spaß macht. Was ist das für ein Schlüssel? Okay. Gut, dann machen wir das Ganze doch mal. Kann ja nur spaßig werden. Sprich mit einem jungen Mann, der dem Kloster beitreten soll. Schleicht ihn ins Kloster, erzähl Herrn Ratzig, was die Banditen von dir verlangen. Okay, es sind ganz schön viele Sachen. Was machen wir jetzt? Ja, da können wir als erstes hingehen mal wieder ins Wirtshaus. Wo waren wir ja gerade erst, aber... Gehen wir jetzt in der Nacht hin, dann müssen wir uns noch mal da schlafen. Nur die Nacht gesagt, also das Zimmer müsste ja noch da sein für uns. Huch. Das ist natürlich mal wieder, das ist aber eine ganz, was ganz anderes als Aufgabe, was wir bis jetzt hatten. Huch. Oh, man klettert darüber. Aber es könnte spannend werden, glaube ich. Wir schauen mal, was wir. Ich bin auch echt den blödesten Weg gelaufen gerade, merke ich selber. Brücke da hinten oder wo war die? Ja. Darf ich auch gar nicht ohne Fackel rumlaufen? Wenn ich sehe, dann fragen wieder, hört jemand ohne Fackel? Das muss ein Bandit sein. Also, es ist echt idyllisch hier, da muss man sagen. Man geht hier rum, es ist einfach schön. Willkommen, Heinrich! Moin. So, sollen wir den Novizen mal suchen? Vielleicht finden wir den ja sogar noch hier. Bürger. Westenmaler? Bürger? Wird. Okay, noch haben wir nicht gefunden, aber dann gehen wir trotzdem mal hier hoch. Und legen uns nochmal hin. Schlafen kann man immer. Und wir schlafen und speichern gleichzeitig. So. Was? Du kannst nicht länger schlafen. Warum nicht? Du bist 5? Das ist natürlich schlecht. Machen wir trotzdem mal. Schade, ich dachte, man könnte ein bisschen länger noch schlafen, dann wäre es natürlich besser für mich. Aber naja, so geht's auch. Mal gucken. Ich weiß, 5 Uhr morgens ist doch ein bisschen blöd, aber so, müssen wir zum Ratzinger eilen nochmal und den schon mal Bericht erstatten, damit er genau weiß, was wir machen.
Hunger haben wir jeden Morgen. Der frühe Vogel fängt den Wurm. So. Achso. Na gut, wir haben ja genug zu essen dabei. Können wir reingucken, was wir noch so haben. Nahrung. Hier ist ein bisschen Dörrfleisch. Hier ist eine geile Salami. Richtig Bock drauf. Mm. So. Gut, wir gemästet wie ein Schwein. Gut, wir gucken mal ganz kurz, wo dieser... Ja, wo wir hin müssen, um Herrn Ratzig zu besuchen. So, machen wir eine Schnellreise? Ja. Das machen wir mal. Dann können wir ihn schon mal... Dann geht er um hier mal ein bisschen Zeit flöten. Und wir können ihm mal Bescheid geben. Dann weiß er auch, was wir die ganze Zeit machen. Und vertraut uns vielleicht auch ein bisschen mehr. Obwohl, er vertraut uns ja schon alles Mögliche an. Da muss man sagen, besser geht's ja nicht. So, falls ihr Bock habt, liked, abonniert und haut auf die Glocke. Und mehr Werbung mache ich dafür auch nicht. Kumanen, wir suchen die mal zu meiden. Erfolg. Sehr gut. Musst jetzt nicht gerade noch mit irgendwelchen Leuten kämpfen. Hab jetzt nicht so viel Bock drauf. Na, ist ein bisschen weiter weg. Das ist halt so. Ach, der Ratzig wird sich doch freuen, uns zu sehen, oder nicht? Das denke ich. Yes. So, wir sind Ratei, aber müssen wir nicht machen. Ich habe keine so viel Lust, das Turnier zu gewinnen, muss ich zugeben. Wo ich natürlich immer Lust hatte, da mitzumachen, aber wird er eh verlieren, von daher. So, wir suchen mal den guten Mann zu finden. Bin ich vorbei. Los. Bin wichtig. Und jetzt kommt er auch schon. Herr Ratzig, ich muss mit ihm sprechen. So. Sei gegrüßt. Was brauchst du? Geld. Herr, die Untersuchung des Massakers in Neuhof nimmt ungeahnte Ausmaße an. Was hast du herausgefunden? Ich habe die Bande aufgespürt, die Mörder für Pribislawitz anheuerte. Sie kennen die Mistkerle, die Neuhof niederbrannten. Ausgezeichnet. Was hast du noch herausgefunden? Bis jetzt nicht viel. Wenn ich mich unter sie mischen soll, muss ich einen ihrer ehemaligen Spießgesellen ermorden. Einen Kerl namens Pius. Offensichtlich war auch er in Neuhof. Du musst einen Verworfenen ermorden, um dich zu beweisen? Ha, das gefällt mir nicht. Das ist nicht das Schlimmste. Dieser Pius versteckt sich im Kloster und gibt sich als Novize aus. Ich müsste hinter die Klostermauern, um an ihn ranzukommen. Tja, Herr im Himmel, es wird nicht leichter. Nicht jeder wird ins Kloster gelassen und der Abt wird keinen der Novizen aufgeben. Das profane Gesetz hat in einem Kloster keine Geltung. Das ist bereits das zweite Mal, dass sich dort etwas Widriges abspielt. Zuerst die Münzfälscher und jetzt das. Ich wäre froh, wenn sich jemand dort umsehen würde. Was soll ich tun, wenn ich Pius gefunden habe? Töte ihn nicht. Bring ihn zum Vogt nach Ratei. Er wird ihn verhören und ihm einen gerechten Prozess machen. Klingt nach einer schwierigen Aufgabe, Herr. Ins Kloster gelangen, Pius finden und ihn dann auch noch zum Vogt bringen. In der Tat, Junge, aber ich vertraue auf deine Fähigkeiten. Die Mönchskutte ist wohl der einzige Weg zu Pius. Wenn ich nur wüsste, wie ich sie erlange. Etwas Andacht und Gelehrsamkeit täten dir gut. Wenn das wirklich der einzige Weg ist, zu ihm zu gelangen, dann soll es so sein. Verzeih, aber ich kann dir dabei nicht helfen. Meine Beziehung zum Kloster ist nicht gerade zuträglich. Du musst dir wohl etwas einfallen lassen. Auf bald. Okay.
Gut, zumindest haben wir Ihnen schon mal was gesagt. Das ist auch schon mal gut. Und dann? Jetzt geht er zurück. Ist natürlich ein bisschen langweilig, gebe ich zu. Aber wir müssen nochmal zurück und jetzt müssen wir da nochmal hin. So, wir gehen. Ah, komm schon, da. So, da reiten wir hin. Schnellreise. Das dauert ein bisschen, bis wir aus dem Dorf da raus sind, wollte ich gerade sagen, aus dem Kloster. Aber wenn wir das erstmal haben, dann ist doch super. Dann können wir gucken, ob wir diesen Mönch finden, den kleinen Mönchen, und den klauen wir das dann alles. Wenn es klappt, ich weiß natürlich nicht. So. Hoffen wir nur, dass die Kumanen uns jetzt nicht auch angreifen. Das wäre jetzt was blöd gerade. Aber eigentlich ist er relativ schnell. Wenn man überlegt, jetzt unten die Zeit anguckt, dann braucht er so 3-4 Stunden. Das ist schon relativ zügig. Ich kenne die Entfernung natürlich auch gar nicht, ne? Gebe ich auch zu. Weiß nicht, wie groß die Entfernungen sind. Wir wollen fliehen. Ah, cool. Boah, es ist schon sehr gut drüber, wenn man mittendrin aber anhalten könnte, ne? Und jetzt hier zurück. Geht aber nicht, ne? Warte. Das wäre lässig. So. Angekommen. Und da müssen wir jetzt wieder hin. Das können wir machen, das geht schnell. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir diesen kleinen Novizen finden, der da vielleicht rein will, und dann nehmen wir ihn aus. Vielleicht können wir ihn ja auch mit ihm knobeln, ihn abfüllen, irgendwas machen. Wir würden ihn ungern umbringen. Wenn es die einzige Möglichkeit ist, auch dann werde ich das tun. So ist es leider. Wir wollen natürlich nicht töten, ne? Wir würden gerne Mönch werden und wir bringen ja keine Mönche um. Oh, komm schon. Hoffe ich zumindest, dass wir das nicht machen müssen. Den Baum. Und drüber. So. Oh, da ist es doch. So, schauen wir mal nach, wer hier so sitzt. Man muss ja hier irgendwo rumlungern. Ein Bürger. Ein Bürger. Da muss ich alle reden und dann finde ich jetzt raus, welcher ist. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Bist du Karl? Du bist nicht zufällig Karl, oder? Nee. Alles Gute. Gott sei mit dir. Moin. Du bist nicht zufällig Karl. Nee. Mist. Ich hoffe, ich kann dir von Nut... Du bist nicht zufällig... Nee. Gott behüte dich. Wer bist du denn? Du bist aus wie Karl. Zu deinen Diensten, Herr. Du bist nicht zufällig... Nee. Lebe wohl. Ich frage jetzt alle hier. Gott sei mit dir. Du bist nicht zufällig... Nee. Lebe wohl. Nee. Bist du Karl? Du bist nicht zu... Nee. Lebe wohl. Okay. Den... Fragen wir den Wirt mal, der muss ja wissen, wo der Halunke ist, oder? Guten Tag. Du bist nicht zufällig. Nee. Lebe wohl. Konnte ich noch was anderes fragen? Scheint nicht. Gut, der kann auch sein, dass er irgendwo hier in so einem Zimmer sitzt oder irgendwas, ne? Gehen wir nochmal hoch und gucken da mal. Eine Mönchskutte, die da liegt? Ne. Das klauen will ich jetzt nicht hier. Ja, ich klaue hier alle. Ich will hier auch nichts knacken. Ich will eigentlich nur wissen, wie der Karl ist. Was ist in dem Raum? Den habe ich jetzt natürlich nicht mehr gekauft. Ah, okay, da redet jemand da hinten über... was Klostermäßiges.
Okay, hol nicht rein. Gott, da hat irgendwie ein Gespräch gerade mitbekommen. Ah, hier. Karl. Ja, Karl. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich Bist du zufällig Karl? Bin ich. Warum fragst du? Ich hörte, bist du für das Kloster bestimmt. Das ist wahr. Aber ich konnte meinen getreuen Beschützer Manfred überzeugen, mir noch ein paar Tage Freiheit zu gönnen. Allerdings erlaubt er mir nicht, die Freudenmädchen zu besuchen. Weshalb ich an meinen letzten Tagen dem Alkohol fröne. Mit wem habe ich die Ehre? Ich heiße Heinrich. Freut mich, dich kennenzulernen. Was, wenn ich an deiner Stelle ins Kloster... Ich würde dein Gewicht in Gold aufwiegen, wenn ich welches hätte. Aber Manfred da, mein Schutzengel und Wart, verwahrt mein Geld. Und er lässt mich keinen Moment aus den Augen. Wenn du mir hilfst, ihn loszuwerden. Er hört uns bereits die ganze Zeit zu. Na und? Hör zu, Freund. Stoßen wir an. Er ist ein verschlafener alter Esel. Wir können reden, sobald er einnickt. Bitte, werde ihn für mich los. Egal wie. Möge Gott über dich wachen. Ein Bier für mich. Warum tut ihr mir das an? Warum? Wir tun dir nichts an. Deine eigene Zügellosigkeit hat dich hierher geführt. Erinnerung mit dem Typen. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein. Bist du Manfred, der Beschützer des jungen Herrn? Wer bin ich? Warum? Du musst einen Mordsdurst haben. Wartest mit ihm seit Tagen, siehst zu, wie er sich besäuft, und du selbst nimmst keinen Schluck? Zweifellos hätte ich gern einen Krug Bier. Aber wenn ich meine Sinne auch nur im geringsten trübe, brockt sich der Tonig gut gewiss Ärger ein. Dann trinken wir gemeinsam. Und wenn du angeheitert bist, behalte ich ihn im Auge. Du hast etwas Heiterkeit verdient. Du siehst vertrauenswürdig aus. Was wollen wir trinken? Und da wir schon dabei sind, wie wäre es mit einem kleinen Spielchen? Möge Gott dich wachen. Okay. Und so habe ich mich darauf eingelassen. Ich verliere wieder alles. So, fang jetzt mal klein an. Ein Humpen Bier für mich. Oh nein, das sieht nicht gut aus. Shit. Bye-bye. Wir lassen es jetzt mal so. Ich hätte es einfach sein lassen sollen. Versuch nochmal Punkt und fortfahren. Und fertig. Ah, naja, ein Würfel kann natürlich auch alles reinhauen, ne? Wenn er richtig geile Würfel bekommt. Das war's. Bin ich unsichtbar? Hier drüben, ein Bier. Nein, 3 Einsen. Nee, doch nicht, 2 Einsen. Okay. Aber jetzt wird's was. Was dauert da so lange? Das hoffe ich nicht. Hierher. Was ist mit diesen verfluchten Würfeln los? Mehr Holz und nicht ihr. Aber ich habe 3er. Guck mal da. So, und dann lassen wir auch direkt so. Oh, 3 Sechsen. Shit. Weitermachen so bringt nichts. Nee. Glaub ich dir.
so lange. So, du mal Glück, oder Glück? Mann. Du wirst alles verlieren. Hey, wo bleibt mein Bier? Hier ist es schon. So. Gucken. Damit ich was zu trinken kriege. Hey, wo bleibt mein Bier? Was macht er da? Drei Einsen? Ja. Oh, shit. Die Bedienung ist heute ein bisschen tragisch. Das ist ja wohl frech. Du bist. Hier ist es schon. Ich kann nicht mehr machen. Ich wittere eine Glückssträhne. Ich hoffe nicht. Du Affe. Hier, genau wie bestellt. Versuch's noch einmal. Also an deiner Stelle würde ich das Glück nicht herausfordern. Ja, ich will es auch eigentlich nicht, aber ich muss jetzt trotzdem ein paar Punkte machen. Okay. Damit gleich viel, aber... Oh! Ich glaube, das hat er gewonnen. Heilige Scheiße! Hey, sehr gut. Wir brauchen noch 550, brauchen wir noch. Probier nochmal. Eine 1 und eine 5. Eine 5. Gut. Gut. Ist nicht super gewürfelt, aber. Ah. Was macht er denn? Was hat er denn jetzt gewürfelt? Eine 1-1 sehe ich da. Eine 5-5. Oh, ne, er hat gewonnen. Shit. Tick, tick, tick. Oh, fuck. Genau, was ich wollte. Ich hätte gern was zu beißen. Mach's gut. Ich bring's sofort. Haben wir ihn kam, also den sind wir losgeworden, okay. Da ist es schon. Ich rede jetzt mit Karl. Ist gut. Ist Manfred, sind wir los. Genau wie du wolltest. Gott sei Dank. Er lässt mich nicht aus den Augen und ist geradezu erpicht darauf, mich ins Kloster zu stecken, damit er nach Hause kann. Weshalb wirst du ins Kloster gesteckt? Wie alle lustvollen Burschen liebe ich liebreizende Mädchen. Eine liebte ich zu sehr und sagen wir mal, sie war 9 Monate lang unpässlich. Aber dafür stecken sie ja nicht ins Kloster. Wenn sie die Tochter deines Lehnsherrn ist, schon. Scheiße. Scheiße ist milde ausgedrückt. Der Herr von Bukova war gar nicht erfreut. Er kann seine Tochter nun nicht mehr verheiraten und stellte Vater vor die Wahl. Entweder er zahlt 1000 Groschen und serviert meine Eier auf einem Silbertablett, oder er zahlt 1000 Groschen und steckt mich irgendwo hin, wo ich nie wieder gesehen werde. Hm. Was, wenn ich an deiner Stelle ins Kloster ginge? Was? Freiwillig? Du siehst mir nicht wie einer aus, der den Rest seines Lebens auf Knien beten möchte. Aber das ist wohl dein Problem. Du wirst nur aufgenommen, wenn du des Lesens und Schreibens mächtig bist und ein Schreiben des Abtes besitzt. Es bestätigt im Grunde, dass sie wissen, wer du bist und dich aufnehmen werden. Dann gib mir dein Schreiben und ich sage einfach, ich wäre du. Manfred hat es. Du müsstest es ihm abnehmen. Aber er ist stets auf der Hut, es sei denn, er schläft. Also stehle ich es und du kannst verschwinden. Verschwinden? Mittellos? Was zum Teufel würde ich tun? Ich weiß nicht, wie man arbeitet, habe kein Geld... Der alte Sack hat sogar meinen Umhang. Er hat mich in der Tasche. Arme gibt es überall und die kommen auch irgendwie durch. Wenn ich zwischen Hunger und Armut auf der einen und dem Kloster auf der anderen Seite wählen müsste, gewinnt das Kloster. Könnte ich dem Alten nur den Geldbeutel stehlen, dann wäre ich über alle Berge und niemand würde mich jemals wiedersehen. Auf gute Gesundheit. Okay. Das wäre alles. Guck mal, wo der pennt und dann beklauen wir ihn.
Also bevor ich das mache, glaube ich, speichere ich einmal. Das ist mir dann doch zu... Ja, ich speichere einmal. Erstmal gucken wir, ob wir ihn vielleicht umhauen können, aber ich glaube, ich bestehe ihn erstmal. Hey. Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Ich würde gerne mit dir... Was hast du auf dem Herzen? Okay. Wie ich höre, hast du ein Schreiben des Abtes, das einem Einlass ins Kloster gewährt. In der Tat. Was ist damit? Ich brauche es. Wozu? Du willst doch wohl nicht an seiner Stelle Mönch werden, oder? Eigentlich schon, aber dafür benötige ich das Schreiben. Ist ja witzig. Mein Leben lang habe ich noch nie so einen Schwachsinn gehört. Der Junge muss dem Orden beitreten, daran führt kein Weg vorbei. Wenn du auch Mönch werden willst, musst du einen anderen Weg finden. Okay, was können wir machen? Aber er möchte gar kein Mensch werden. Ich weiß, aber es geht leider nicht anders. Er schenkte dem Herrn von Bukova einen ungewollten Enkel. Er kann froh sein, dass er nicht auf der Stelle kastriert wurde. Aber normalerweise muss man für so ein Vergehen bloß eine Entschädigung zahlen, oder? Ja, 1000 Groschen. Aber der Junge würde wieder den Weibern nachjagen und wer weiß, wie das enden würde. Das Kloster ist wahrlich der sicherste Ort für ihn. Was, wenn du ihn laufen lässt? Der Herr von Bukova ließe mich auspeitschen. Mir rutscht Karl nicht durch die Finger. Ich könnte ihn drohen. Ich versuche ihn erstmal zu drohen. Rück das Schreiben auf der Stelle raus, oder das hier endet unschön. Wie bitte? Ich gebe dir das Schreiben nicht einmal, wenn du mir mit dem Tod drohst. Ehre und Pflicht erlauben es nicht. Lebe wohl. Hilfe! Verhaftet den Dieb! Wachen, kommt her, rasch! Da drüben ist ein Dieb! Schnell, alle miteinander! Kommt her! Okay, das war dumm. Pass auf, wir laden das nochmal. Wir laden das nochmal und gucken, ob wir da vielleicht irgendwie was anderes machen können, andere Optionen haben. Oder ich muss besser stehlen, mal gucken. Jetzt bin ich. Nein, nein, raus. Na, warte mal noch. Mal was anderes machen. Versuchen wir nochmal. Irgendwie müssen wir das. Ich muss, glaube ich. Ich weiß nicht. Kann ich ihn auch im Schlaf umhauen? Ich weiß nicht. Ich versuche es nochmal zu stehlen und dann versuche ich mal vorher aufzuhören, aber gar nicht so leicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Stehlen das richtig funktioniert, weil ich eigentlich nie gestohlen habe. Deswegen müssen wir nochmal reingehen, glaube ich. Oh nein, aber das war gut, das war gut. Das machen wir nochmal. Das war eigentlich ganz gut. Machen wir es nochmal. Jetzt weiß ich nicht, wie wir ganz schnell das rausbekommen. Ich muss nur ein bisschen mehr Zeit haben. Das war ein bisschen wenig Zeit gerade, das gebe ich zu. Pass auf. Ach Mann.
ich ihn jetzt gerade nicht stehlen, das wäre ja blöd. Wir probieren es auch so lange, bis es klappt. Bier für mich. So, warte. So, was haben wir jetzt alles geklaut? Überhaupt. Wenn dem Beschützer das schreiben, das haben wir. Haben wir auch noch Kohle bekommen? Eines Klosters? Gut. Ich geh nochmal rein zu dem Typen und rede nochmal mit ihm. Glück und Gesundheit. Ich habe deine Sachen. Das Schreiben hast du, aber was ist mit dem Beutel? Ohne ihn kann ich nirgendwo hin. Da, bitte sehr. Auf gute Gesundheit. Na schön. Ich... Gott behüt dich. Och man, scheiße, hab ich das Geld nicht besorgt. Muss mal hochgehen. Okay, ist nicht doof, wenn wir jetzt erwischt werden, aber ich versuch's nochmal. Das klappt ja gerade mal so ganz gut. So, gib ihm das Geld und dann haut er ab. Nicht, dass der aber auch mit Kloster auftaucht. Das wäre ärgerlich. So. Ja. So kann ich mit Karl jetzt nicht reden. Das ist jetzt blöd. Reden? Zu deinen Diensten. Mach's gut. Ich kann tatsächlich nicht mehr mit dem reden, das ist ja bescheuert. Wenn ich mit ihm reden kann, das macht natürlich nicht so viel Sinn. Gut, aber es macht auch nichts, wir haben es ja geschafft. Aber es soll es auch gewesen sein für heute. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen, hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und dann werden wir uns auch ins Kloster machen und endlich dieses diesen Full-Wedeivel-Auftrag erledigen, der wirklich grottig ist. Aber wir versuchen ihn gut hinzubekommen. Vielen Dank und bis dahin. Tschüss.